Ja, hallo, herzlich willkommen zum Video Piriformis-Syndrom, Erklärung, Übung, Faszienrollmassage. Piriformis-Syndrom wird oft gleichgesetzt mit Gesäßschmerz. Das ist ein bisschen unklar, da gibt es verschiedene Meinungen, wie es genau entsteht. Fest steht, der Gesäßschmerz, das Brennen im Gesäß, hat ganz viel zu tun mit Anspannung von Muskeln, auch dem Piriformis, wenn der anschwillt, den Nerv abdrückt, aber auch, weil Muskeln insgesamt einfach anfangen zu brennen, weil sie überlastet sind. Und warum passiert das im Gesäß so häufig? Wir haben wieder das ewige Sitzen als Grund. Weil, wenn wir sitzen, verkürzt vorne alles, die Faszien ziehen uns nach vorne und hinten das Gesäß, der Muskel, der der größte Aufrichter der Hüfte ist, der muss dauernd angespannt sein, um uns wieder gerade zu stellen. Und in diesem Muskel, durch das Anspannen, laufen Nerven, da laufen ja die Gefäße oder staut sich alles, es wird überspannt und irgendwann brennt eben das ganze Gesäß. Und das wegzubekommen ist, und das unter Kontrolle zu bekommen, ist gar nicht so schwer, man muss nur wissen wie. Es gibt zwei wichtige Übungen. Übung Nummer eins, das ist die, die praktisch gegen die Anspannung der Gesäßmuskeln vorgeht. Dazu nehmen wir einen Stuhl, wir setzen uns jetzt wieder hin, ja, aber wir nutzen jetzt das Sitzen, um das zu verbessern. Und zwar, wir zeigen das mal, also angenommen, bei der Ina brennt das linke Gesäß immer und das hat das Problem, dann nimmt sie das linke Bein und sucht jetzt erstmal den Winkel, und zwar Winkel insofern, als dass diese Position oder diese Position oder auch mit dem Rumpf die Drehung, ja, erstmal gesucht wird, wo gibt es am meisten Spannung hinten, die ausgelöst wird im Gesäß. Und wenn man diesen Winkel gefunden hat, jetzt schön ins Hohlkreuz gehen, dann zieht man sich in diesen Winkel immer mehr rein. Und jetzt wird normalerweise genau das Brennen ausgelöst, gegen das man ja vorgehen möchte. Und dann atmet man sich rein, immer mehr. Und Ina, du kannst jetzt nochmal probieren, mit dem Rumpf ein bisschen mehr nach rechts zu gehen, ein bisschen mehr nach links zu gehen und immer wieder gucken, wo ist die Spannung hinten an dieser Stelle, die sowieso das Problem ist, am stärksten, und sich da schön immer mehr reinarbeiten. Und wenn wir das 2 Minuten gemacht haben, dann gehen wir raus, ja, stell dich mal hin und jetzt gehst du gleich mal auf alle Viere bitte quer. Jawohl. Also die Übung eben war dafür, die Reaktion sozusagen, dieses starke Anspannen im Gesäß, das runterzufahren. Und jetzt gehen wir nämlich nach vorne. Und bitte lass dich mal durchhängen. Ja, sie lassen sich langsam durchhängen. Und wichtig jetzt, während sie runtergehen, die Leiste möchte runter. Also dieser Bereich möchte absenken, nicht der Bauch möchte absenken. Dann sind wir nämlich wesentlich direkter an diesem Hüftbeuger dran und arbeiten dort mehr. Und dann reinhängen und spüren, wo vorne am meisten Spannung kommt, die Hüfte ein bisschen ausrichten und immer mehr reinhängen lassen. Bitte jetzt keine Angst bekommen, wenn es im Rücken ein bisschen weh tut, wenn der Bauch vorne spannt, das ist alles völlig normal, das muss so sein bei der Übung. Und in dem Moment, wo hinten jetzt schon ein Rückenschmerz entsteht, dann machen wir gleichzeitig mit der Vorgehensweise gegen den Gesäßschmerz auch schon was gegen den Rückenschmerz, den man noch gar nicht wahrgenommen hat, aber der schon sich anfängt aufzubauen. Und wenn das 2 Minuten passiert ist, es geht um die linke Seite bei der Ina, dann nehmen wir jetzt das rechte Knie raus. Wir nehmen das rechte Knie raus und gehen mit dem Fuß an die linke Knieinnenseite. Und jetzt haben Sie gesehen, das Becken hat sich ein bisschen gedreht und dadurch hängen wir jetzt mehr an der linken Seite durch, also mehr an der betroffenen Seite. Und dort gehen wir jetzt nochmal mit dieser Position in einen anderen Dehnungsbereich des Hüftbeugers rein. Und das addiert sich dann zu der Wirkung des geraden Durchhängens. Dort auch wieder 2 Minuten schön reinhängen lassen und immer weiter dem Gewebe nachgeben. Und dann wieder rauskommen. Und jetzt nehmen wir mal die größere Kugel. Und Ina, geh mal nach vorne, setz dich mal bitte hin. Jawohl. Und nee, dreh dich mal um, weil dann könnt's, weil es geht um die linke Seite bei dir. Geh mal auf die andere, genau, weil jetzt die links vorne. Und jetzt bitte platziere mal die Kugel unter deinem linken Gesäß. Und jetzt müssen sie auf dieser Medikugel oder halt mit einer anderen, mit einem harten Ball, mit einem Tennisball, obwohl er ein bisschen klein ist, halt was Entsprechendes aus dem Kinderzimmer vielleicht holen, irgendwas Rundes.
und dort jetzt genau die Stelle suchen, wo dieses Piriformis-Syndrom, wo dieser Gesäßschmerz zu spüren ist. Und diese Stelle suchen und dann spiralförmig darum herumkreisen und das ganz ausführlich machen. Das kann man schon sogar beim Fernsehen machen, aber wenn man sich unterhält irgendwie, einfach auf den Boden setzen und dort dann immer weiter das Gewebe von diesen Spannungen befreien, die Flüssigkeit da praktisch rumdrücken, dass Übersäuerungskonzentrationen abgebaut werden. Ja, und dann können wir zu guter Letzt nochmal an die Ursache von vorne gehen. Dann nehmen Sie die Minikugel und die Minikugel, machen wir das Bein ein bisschen so. Und jetzt müssen Sie schauen, das Bein liegt so. Und jetzt nehmen Sie die Kugel und gehen dort an die Innenseite des Oberschenkels und suchen dort einen Bereich, der relativ schmerzempfindlich ist und gehen dort tief rein und bewegen da auch die Kugel hin und her und bleiben in diesem empfindlichen Bereich. Und damit haben Sie eine sehr schöne Vorgehensweise gegen das Piriformis-Syndrom, gegen die Gesäßschmerzen und können sich da wunderbar helfen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren Kanal. Abonnieren Sie auch unsere Video-Newsletter. Das können Sie machen auf unserer Seite liebscher-bracht.com oder unten drunter in der Infobox. Dort ist ein Link, da können Sie draufklicken, sodass Sie alle Neuerscheinungen der Schmerztipps oder der Tipps gegen Schmerzen direkt nach Erscheinen zugeschickt bekommen und keinen verpassen und sie schnellstmöglich haben.